Du hast Verpflichtungen als Muslim. Du hast Verpflichtungen. Wenn du diese Verpflichtung bringst, dann hast du kein Privileg. Du bist nicht jetzt im guten Privileg, indem du sagst, ich bete, ich faste. Das ist deine Pflicht. Aber du musst auch zusätzlich was machen. Und es gibt andere Pflichten. Und es gibt Gebote und Verbote. Wenn du dich daran nicht hältst, dann kann es passieren, dass Allah dich bestraft. Aber das entscheide ich nicht. Das entscheidet Allah. Und wenn man sagt, Madun al-Ka'bayn al-Izar fil-Nar, was unter dem Knöchel ist von Klamotten für die Männer, ist für die Hölle bestimmt. Das bedeutet, die Person könnte am letzten Tag bestraft werden oder könnte nicht. Das entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala. Aber du machst Haram, du machst Sünde und Allah entscheidet über diese Sünde. Deshalb, man sollte nicht die Sünden klein sehen und man sollte auch nicht seine Tat, sein Werk groß sehen, sondern du sollst immer etwas betrachten. Gegen wen mache ich Sünde? Gegen Allah subhanahu wa ta'ala.